Hallo und herzlich willkommen zu DULTV Adventskalender. Wir haben heute wieder eine Challenge. Daniel und ich haben uns gedacht, was passt noch zu Weihnachten und X-Mess? Die gute alte Mandarine, also meiner Meinung nach Clementine, wie man sie nennt. Immer, überall sieht man sie hier zu Weihnachten. Genauso wie eine Walnuss und wie Zimt. Und deshalb haben wir uns kurzerhand mal eben für eine Challenge noch entschieden. Und zwar ist die Challenge, das habt ihr als Kind bestimmt auch mal gemacht, die ganze Schale an einem Stück abfummeln. Und natürlich machen wir jetzt genau das. Und wenn es nicht klappt, weil es ist natürlich ein organisches Material, man weiß nicht genau, was passiert. Du bereitest schon vor, ne? Du knickst. Nein. Du nimmst gleich eine neue. Wir versuchen jetzt das größte Stück zu machen. Wenn wir es nicht schaffen und bei beiden etwas bricht, dann zählt, wer die wenigsten Stücke hat, also der mit der einheitlichsten Mandarinenabschiebtechnik, der gewonnen. Das geht hier übrigens nicht auf Zeit. Ich würde einfach mal sagen, 3, 2, 1 und los. Scheiße, verkackt. Ah, scheiße. Ich hab falsch angefangen. Boah. Es geht einfach nur um ein Stück, oder? Ja. Gut, okay. Ich hab gewonnen. Wenn du es jetzt nicht kaputt machst, habe ich gewonnen. Weil du schneller bist, oder was? Ja, muss ja. Es muss ja irgendeine Entscheidung geben. Es muss ja irgendeine Entscheidung geben. Ich würde sagen, das ist unentschieden. Was du gebaut hast, ist auch sehr geil. Never, du hast echt original. Respekt, ohne Scheiß Respekt. Das war nicht die schnellste Variante gewesen, aber definitiv die schönste. Geilste. Böse Zungen würden behaupten, das ist ein Raumschiff. Das ist ganz klar, das ist ein Elefant. Aber, ja okay, meiner ist natürlich auf Effizienz jetzt getrimmt gewesen. Beziehungsweise, ich würde einfach sagen, wir machen noch eine zweite. Das ist die Entscheidung. Findest du? Weil dann scheidet es nachher an Material. Wieso? Nee, ich finde, guck mal. Also ich möchte jetzt nicht meinen Sieg hier unterbreiten. Aber wir haben beide das gleiche Ergebnis abgeliefert, nur war ich schneller. Also habe ich ja gewonnen. Kriegst du denn deine wieder rein? Natürlich. Wenn ich den Anfang finde, klar. Guck mal, ich kann sogar den Stecker wieder reinstecken. Ich hab, ja, sag mal, das ist dein Sieg. Also damit würde ich mich geschlagen geben, dass es dein Sieg ist, weil ich habe meine Nöppel noch drin. Achso, ja, ich habe auch die Nöppel rausgeholt. Ja, ich habe es nicht geschafft. Wie man hier sehen kann, ist der Nöppel vorhanden. Ja, den habe ich leider hier noch drin. Also habe ich tendenziell mehr von der... Ja, du potenziell hast... mehr. Obwohl ich glaube, dass meine, ich glaube, wenn man die jetzt mal so nebeneinander legt, ja, von der Haut her, besser rasiert ist. Ich sehe ja keinen Unterschied, ehrlich gesagt. Ja, hast recht. Ist gleich. Ich gebe dir jetzt als mein Gegner die Möglichkeit zu sagen, ob das ein fairer Win für mich ist oder ob du einen Unentschieden haben möchtest. Nein, du hast... Hab ich gewonnen? Ja. Okay. Hast du. Vielen Dank. Vielleicht für euch eine kleine Inspiration, was man so am Weihnachtsabend machen kann, wenn die Geschenke ausgepackt sind und man nur noch dumm rumsitzt und sich fragt, wann kann ich endlich ins Bett? Einfach mal mit den Geschwistern, mit Oma und Opas spielen. Wer schafft es an einem Stück? Wer macht die schönste Mandarinschalenform? Geiles Game. Danke fürs Zuschauen. Das war wieder ein neuer Tag vom DULTV Adventskalender. Dankeschön, Daniel. Danke für den Sieg. Ich bin raus, Daniel. Wir sehen uns. Jingle Bell.